Also, wir haben da heute drüber gesprochen in der Gruppe Konkurrenzanalyse und da ging es eben darum, die Leute informieren sich jetzt schon woanders, auf Blogs, über Apps von anderen Anbietern. Und die Idee war dann einfach zu sagen, warum machen wir das nicht auch? Warum machen wir nicht eigene Blogs als Buchhandlungen und Verlage? Warum klinken wir uns nicht ein in bestehende Blogs mit unserem Content, mit Tipps aus unserem Bereich? Natürlich auch mehr Apps mit Verlagscontent, was aber eine Kostenfrage ist. Und dann auch als einen wichtigen Punkt Eventcharakter, also in den Verkaufsraum in der Buchhandlung jetzt zum Beispiel einfach als Erlebniswelt, so ein bisschen Storytelling in der Buchhandlung, Erlebniswelten schaffen, Buchhandlungen als Point to be, als da möchte ich sein, da treffe ich Leute, da gibt es die Produkte, die ich haben möchte. Glaube ich beides, je nachdem, wie man es anpackt. Es kann Segen sein, wenn man es schafft, wirklich eine gute Verbindung zu guten, hochwertigen Produkten herzustellen mit den eigenen Büchern, die man im Sortiment hat. Wenn es irgendwie völlig ramschig ist und nur so Geschenk und nur reiner Mitnahmeartikel, der ganz wenig mit dem Buch zu tun hat oder einem bestimmten Thema, glaube ich, bringt es nichts, dann zieht es auch die Leute nicht an. Also ich fand heute den Tag sehr spannend. Es waren zwar sehr viele unterschiedliche Leute aus unterschiedlichsten Spezialgebieten, aber dann natürlich hat auch jeder eine andere Idee und dann mal so ein bisschen zu gucken, wer macht was, war sehr spannend. Ich habe viele neue Leute kennengelernt. Ja, einfach vor allem auch Austausch mit neuen Leuten, neue Kontakte, mit denen man sich dann mal wieder so ein bisschen committen kann.